Gut, gut. Es gab viele Beschwerden wegen gebrochener Pfosten und Gott weiß, wie schwer es ist, weiße Wäsche wieder drauf. So. Ich guck mal gerade auf die Uhr. Oh ja, 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 ja. Komm, mach mir doch das Romulus Grab als letzter Teil dieser Aufnahmesession. Denn die Sequenz 8, die wird nicht nur lang, sondern auch schwerwiegend. Ich finde jetzt nicht sehr schwer, aber. Okay. Hier nicht extrem schwer, also schon durchaus schwer. Aber jetzt. Ich werde auch ein paar Mal verkacken, denke ich mal, so wie immer halt. Kennt mich ja mittlerweile, wenn ihr es regelmäßig guckt, das Let's Play. Ja. Also, aber ich denke, ihr wisst, was auf mich zukommt und naja. Das letzte Rudelsgrab ist hier. Und los geht's. Hast du den weißen Ritter gesehen? Bestimmt. Ist auch ein schwierigeres Romulus Grab. Romulus Versteck. Ist jetzt nicht, darf man jetzt nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Ist jetzt, dass man sagt, ist voll einfach, ne? So wie immer. Kennt mich ja. Aber naja, ihr werdet sehen. Ein Wolf im Schafspelz. Den Schrein des Romulus finden. Die Erinnerung innerhalb von 8 Minuten beenden. Das werde ich nicht schaffen, aber egal. Darum geht's hier nicht. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo gratias. Oh, dann gehen wir mal. Sollen ihn ja nur verfolgen. Habt ihr gehört? Der Baron de Valois ist tot. No. Nun wird sich Bartolomeo d'Alviano sicher gegen den Papst erheben. Das bringt Cesares Feldzug ins Stocken. Wäre das denn so schlecht? Es geht ihm gut. Wohl danke. Nicht. Er wurde ja nun zum Hauptmann von Il Ducas Wache ernannt. Es heißt, das päpstliche Vermögen sei erschöpft. So serio? Der Schatz des Papstes ist unerschöpflich. Wenn seine Heiligkeit Geld braucht, bringt er einfach einen reichen Kardinal um. Ekelhaft. Alles klar. Ja, ja, so läuft's hier. Tratschen. Wie beim Kaffeeklatsch. San Tommaso-Tag erledigen. Diese Kardinäle haben schiere Unmengen an Wein bestellt. Sein Name ist Ezio Auditore. Wer? Der Assassine. Er ermordete den Bankier. Man sagt, er könne durch die Hallen des Vatikan wandeln und niemand könne ihn aufhalten. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Vielleicht wird Cesares Herrschaft bald enden und die Kirche erstrahlt wieder in ihrem einstigen Glanz. Bestimmt. Ich schreibe die Predigt und hinterlege sie euch im Schrein. Passt auf, dass sie überzeugend wirkt. Mit Leidenschaft. Unsere Anhänger tun, was wir ihnen sagen, Patrone. Sie glauben, ihr Gott spricht zu ihnen. Bene. Habt ihr den Schlüssel? Ja, Patrone.
Möge der Herr mit euch sein. Und auch mit euch, Patrone. Assassino! Ihr kriegt mich nicht! Und los geht's mit der Verfolgungsjagd. Mein Aufstieg bringt mich näher zu Gott und fort von euch, Assassino! Okay, laufen wir eben hinterher. Ist scheiß auf die Borgia-Banner und so. Was ist mit denen denn los, Alter? Chill. Wir können doch auch nur reden. Asyl verweigert. Für Asyl? Ich will kein Asyl. Ich will dich scheiße nochmal umbringen. Fuck auf Asyl. Ich hätte die Tiberinsel, Junge. So. Dann läuft's ja ganz gut. Kam bisher noch nicht in bedrohliche Gefahr oder so. Wollen wir auch hoffen, dass es vorerst nicht weiter geschieht. Anscheinend ist Gott auf meiner Seite, Assassino! Ach, ich hätte die Zeile hier nicht gesehen. Was wollt ihr, Assassino? Die Anhänger Romulus arbeiten für den Papst. Natürlich. Sie sind unwissend. Wir sind erleuchtet. Ihre Grausamkeit hat erfolgt. In das Licht der Kirche. Geschwind! Ach, mein Freund, weißt du? Als ob mich das aufhalten würde, dich nochmal scheiße nochmal zu töten, du Wichser. Ihr könnt nirgendwo hin. Törichter Narr, ihr führt Krieg gegen die, dank derer sich die Menschen nicht gegen Recht und Ordnung auflehnen. Eure Ordnung ist ohne jedes Recht. Du kannst nicht entkommen. Na komm. Komm, als hättest du gegen mich die Chance. Requiescat
So, kurz noch ein paar Truhen ausleeren. Kaffeebohnen und so kriegen und so und shit, wichtig fürs Leben und so. Und raus hier! Hat ja gut funktioniert bisher. Waren da hier noch ein paar Romulus-Anhänger oder was? Dann tun wir uns hier mal die Truhen ausleeren. So. Los geht's. Sehr gut, alle Schriftrollen haben wir jetzt. Prozent. What? Was ist denn mit mir los heute? Krasse Scheiße, mein Freund. Krasse Scheiße. So muss es aber immer laufen, meine Freunde. So muss es immer laufen. Also, das ist schon gut. Und jetzt haben wir auch alle Nebenmissionen erstmal gemacht. Wir müssten jetzt eigentlich alle Attentatsmissionen haben, alle Diebesmissionen, alle Kurtisanenmissionen, alle Ada-Auftragsattentate, alle Christina-Missionen. Und alle Romulus-Verstecke. Alle Borgia-Türme. Da ist er wieder. Ja, genau. Das bin ich.